Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und damit ein herzliches Hallo aus dem Casino Baden, wo heute die Miss Austria-Wahl 2014 über die Bühne geht. Wer schlussendlich das Rennen macht, das erfahren wir in ein paar Stunden. Wir sind gespannt und werfen uns ins Getümmel. Ja, ich bin mir sicher, es wird ein sehr fulminanter Abend, ein sehr spannender Abend und wir alle erwarten schon die frisch gekrönte Miss Austria. Also ich kenne die Missmacherinnen und das sind tolle Frauen und die haben sicherlich darauf geachtet, dass der IQ höher ist als ein Apfel. Wir haben die Mädels ein bisschen bei den Proben gesehen noch und es sind wirklich so schon drei, vier, ja, schon so richtige Schüsse dabei, muss man sagen. I saw the pictures of the ladies. There are so beautiful girls here, so I'm excited. I can't wait for from the new girl. Was ist denn so das Wichtigste bei einer perfekten Miss? Was muss denn die besitzen für Eigenschaften? Ausstrahlung, ein hübsches Gesicht. Im Grunde genommen, das soll einfach ein gesamtes Bild darstellen. Na eben das Auftreten, dann das gewisse Etwas. Und natürlich im Gespräch muss sie auch zeigen, dass sie nicht ganz dumm ist, dass sie den Kopf nicht nur da hat, damit sie das Stroh nicht in der Hand halten muss. Ich glaube, das Gesamtpaket muss passen, gerade bei einer Miss. Da kommt jetzt nicht nur darum, dass man vielleicht groß ist, klein ist. It's the appearance and she needs to seem nice. Also für mich hat sie sich sehr entscheidend verändert, weil damals war ich irgendwie 15 und dann haben wir gedacht, boah, die schauen alle so weiblich aus, die haben alle so große und dann Hintern, also so richtige Frauen. Wenn ich auf Frauen stehen würde, ich würde mir nicht einen Hungerhaken nehmen, ganz sicher nicht. Ich würde mir wirklich eher so was Tralleres nehmen. Also Marika Lichter würde jetzt einmal ausfallen, das wäre dann zu drall. Frauen grundsätzlich, die schätze ich dann besonders, wenn sie ein großes Selbstbewusstsein haben und wenn sie wissen, was sie wollen im Leben. Natürlich ist es das Äußere der erste Eindruck, den man von einem Menschen mitnimmt, aber wirklich danach beurteilt oder verurteilt, besser gesagt, fühle ich mich nicht. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nur auf dein hübsches Gesicht und deine langen Beine reduziert wirst? Na. Also ich stelle mich nie als Dummerchen hin. Ich glaube, gerade bei den Miss muss sich da auch was verändert oder hat sich viel verändert, weil sie müssen ja auch repräsentieren, sie müssen auf Events gehen, sie müssen sprechen können, also sie müssen Interviews geben können. Und ich glaube, das kann man dann nicht nur hübsch sein, also wenn da kein Inhalt ist, also nur eine schöne Verpackung ohne Inhalt funktioniert nicht. Miss Austria 2014 ist Julia Fordea! Ich glaube, weil ich einfach sehr viel Spaß hatte auf der Bühne und ich jetzt nicht unbedingt gewinnen wollte, sondern einfach nur mein Hauptziel war es, Spaß zu haben. Ich glaube, das habe ich überbracht. Nein, ich glaube, ich realisiere es jetzt noch gar nicht. Deswegen, ich hätte vorher schon fast zum Weinen angefangen. Ich glaube, das kommt dann erst dahinter. Julia hat es geschafft. Sie ist die neue Miss Austria 2014. Mit ihrem Sieg geht ein wunderbar glamouröser Abend in einem glamourösen Ambiente zu Ende. Wir sagen danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.